Professor Richter, wie kommt ein Vertrag zustande? Wie geht das? Was braucht man dazu? Sie brauchen insgesamt zwei Grundteile dafür und das zeige ich Ihnen jetzt. Zunächst mal, ein Vertrag heißt ja, man will sich mit jemand anderem vertragen. Man kauft zum Beispiel ein Auto oder man mietet ein Flugzeug, chartert ein Flugzeug, wie unsere Ausgangsfallstudie. Und dazu brauchen wir also einmal denjenigen, der vermietet und natürlich den, der mietet. Den, der verkauft, also und denjenigen, der kauft, wie in meinem Kaufvertrag mit dem Auto, das ich hier immer wieder hochhalte. Wir brauchen also zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Die erste, die wir brauchen, ist das Angebot, wird in der Praxis auch Antrag genannt oder Offerte des Anbietenden und dann die Annahme, das auch als Zuschlag, Zusage oder Einverständnis genannt, eben des Anwesenden. Das sind die zwei Hauptbestandteile, die wir brauchen für einen Vertragsschluss. Und das heißt, wenn Sie das nicht haben, wenn Sie eins davon nicht haben, dann haben wir noch keinen Vertrag. Wichtig ist, dass ein Vertrag zusätzlich aber noch eine Einigung über die wesentlichen Inhalte des Vertrages bedarf. Das heißt, die Inhalte müssen bestimmt sein oder sie müssen eindeutig bestimmbar sein, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte einen Typ Karawelle von dem und dem Typ haben, dann ist es dadurch bestimmbar, dass okay, die und die Größe hat und so viele Leute dort reinpassen. Das ist natürlich je nach Vertragstyp verschieden. Das heißt, wenn man etwas kauft, möchte man natürlich die Kaufsumme haben, wenn man etwas mietet, die Mietsumme haben. Es ist ganz wichtig, dass eine Einigung über weitere wesentliche Inhalte noch dazukommt. Und das heißt, mal zur Abgrenzung, was sind die weiteren Wesentlichen? Also die Essentialia Negotia, also das, was man auf alle Fälle immer braucht, sind Vertragspartei, also wer ist Verkäufer, wer ist Käufer, dann den Vertragsgegenstand, also um was geht es, und was ist die Gegenleistung? Das sind sozusagen die Essentialia Negotia, die wesentlichen Bestandteile eines Geschäftes. Darüber hinaus weitere wesentliche Inhalte sind natürlich, wann ist die Lieferung, wann ist die Einweisung, wann muss das als bei einer Miete zum Beispiel, wann muss es wieder zurückgebracht werden. Das sind dann weitere Inhalte. Die kann man absichtlich offen lassen, zum Beispiel, wenn sich das erst später ergibt. Oder man kann sagen, eine Bestimmung durch einen der Vertragsschließenden, das heißt, der andere kann ungefähr sagen, wann er das wieder zurückbringt und dann wird natürlich der Mietpreis immer höher. Wie läuft jetzt aber ein Vertrag ab? Die meisten denken immer, der Verkäufer, der da groß schreibt in seinen Läden hier, Angebot, diese Woche, Black Friday, groß Angebot ist das Angebot. Und die andere Seite nimmt es dann an, indem sie sagt, ja, hier ist das Geld oder ich überweise das mit PayPal und so. Das ist grundsätzlich nicht so. Das Gesetz sieht meistens vor, dass der Käufer oder der Mieter meistens das Angebot macht und sagt, was er möchte. Und die andere Seite, der Verkäufer, sagt einfach, ja, kriegst du. Oder ja, stelle ich dir bereit, die Karawelle zum Beispiel. Grundsätzlich ist es allerdings so wirklich, dass zuerst mal das Angebot abgegeben wird und dann die Annahme. Ein anderer Zeitablauf ist möglich. Man kann zum Beispiel, wie bei einer Option, das haben wir schon mal in anderen Videos gehört, man kann sagen, ich gebe dir hier die Möglichkeit, einen Vertrag zu schließen. Ich nehme es jetzt schon an, wenn du das bis Ende des Monats annimmst. Das heißt sozusagen, dort hat man. Oder nochmal andersrum, ich mache eine Option, das heißt, ich habe schon deinen Vertragsschluss schon angenommen, wenn du ein Angebot jetzt schon rausschießt. Ne? Also da wäre sozusagen die Annahme schon vorweggenommen und das gilt jetzt einen Monat und in der Zeit kann man sozusagen Angebot schicken. Also ein anderer Ablauf ist zum Beispiel bei der Option möglich. Gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz die einzelnen Bestandteile an. Also ein Angebot ist eine rechtlich empfangsbedürftige Willenserklärung. Was heißt das? Ja, die andere Seite muss einfach das gehört haben. Gerade bei Verträgen muss es einfach bekommen haben. Und der Vertragsschluss muss dort genau so angeboten werden, dass der Empfänger, also wenn das jetzt der, zum Beispiel der Käufer ist, wenn der etwas haben möchte, der muss genau sagen, ich bin der Käufer, diese Sache, also grundsätzlich jedenfalls, diese Sache möchte ich kaufen und das bin ich bereit zu zahlen, sodass der Empfänger, der Verkäufer nur noch sagt, ja, nehme ich. Das Angebot enthält regelmäßig die Bestimmung von Vertragsparteien, Vertragsgegenstand und Vertragsgegenleistung. Da haben wir nochmal die essentielle Negozie. Ja, aber Professor Richter, in der Praxis sehe ich ganz viele Angebote immer so, zum Beispiel, die liegen dann irgendwie im Laden und sagt, ich möchte gerne das haben. Und dann sagt er, nee, kann ich nicht verkaufen, ist unser letztes Stück, ist unser Einzelstück. Oh, oder was mir Neues passiert ist, habe ich das gekauft und dann haben die gesagt, nee, das kann ich nicht verkaufen, das ist schon verschimmelt. Sag ich will es aber trotzdem haben, ist doch Käse, ist doch eben ein bisschen Schimmel dran. Ja, wie sieht es aus? Wenn man also eine Auslage hat in einem
in einem Geschäft oder auch steht, was weiß ich, draußen im Fenster liegt etwas und Sie sagen, ich möchte das haben, ist das dann schon ein Angebot, das Sie einfach mit, ich möchte das haben, annehmen? Nein, denn was fehlt bei der Auslage? Und wir haben es gerade eben schon nochmal gesagt, ein Angebot liegt nur vor, wenn die Vertragspartei schon bestimmt ist, ja, ich verkaufe Ihnen das, den Vertragsgegenstand mit der Vertragsgegenleistung. Und bei diesen ganzen Dingen wie sozusagen Angebote in Zeitungen, Internet und Katalogen, dort fehlt grundsätzlich immer die Vertragspartei, der man das gegenüber anbietet, weil man macht ja sozusagen eine bei Schaufensterauslagen macht oder im Internet, wenn man das reinstellt, ein Angebot an die ganze Welt. Und das heißt, wir haben keinen Rechtsbindungswillen, sondern es ist eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten. Eine sogenannte Invitatio ad offerendum. Also ne, Invitation kennen wir aus dem Englischen und das Latein ad offerendum. Das heißt also hier ein Offer, also ein Angebot möchte ich gern von Ihnen haben. Und das liegt vor, also in der Schaufensterlage, was vorliegt, das richtet sich nach dem objektiven Empfängerhorizont. Also man muss immer gucken, also wer im Internet was einstellt und hat vielleicht nur 1000 Stück auf Lager, da kann man doch nicht sagen hier aus dem Empfängerhorizont, klar, dass ich jetzt hier als Käufer gehe dahin und sage, Mensch, im Internet sehe ich hier das neue iPhone und so, will ich unbedingt haben. Und dann sagt hinter Apple, ja, kann ich dir jetzt noch nicht liefern? Sage ich, doch, du musst mir das liefern, weil das war ja ein Angebot und das habe ich angenommen. Es ist ein Vertrag zustande gekommen und deswegen möchte ich es sofort haben. Das kann nicht sein. Die betriebswirtschaftliche Sichtweise ist zu beachten. Das heißt, wenn im Internet oder auch in der Schaufensterauslage, in Zeitung und so, das ist erstmal nur eine Aufforderung. Bitte gib mir ein Angebot. Und dann kommt sozusagen der Kaufinteressent, macht das Angebot. Und was macht dann der Verkäufer? Der prüft zum Beispiel die Liquidität des Vertragspartners. Der prüft, ob er den Vertragsgegenstand überhaupt noch hat. Der prüft, ob der Preis richtig angegeben war im Internet. Und deswegen die betriebswirtschaftliche Sichtweise sagt, das kann bei Internetkatalog kein Angebot sein. Ja, Bindung an das Angebot. Ein Angebot, wenn Sie das jetzt haben, kann außerdem noch frei bleibend sein. Grundsätzlich ist ein Angebot bindend, aber man kann reinschreiben, zum Beispiel Angebot frei bleibend. Denn man hat ja ein großes betriebswirtschaftliches Risiko manchmal bei den Angeboten. Wenn der sich erst nach 2 Monaten entscheidet hier, der Käufer, dann, wenn man dem ein Angebot gemacht hat, dann kann ja die Preise können nach oben gegangen sein oder sie haben es gar nicht mehr. Deswegen in der Praxis machen sie meistens ein Angebot sozusagen mit einer Fristsetzung. An dieses Angebot halte ich mich bis zu 2 Wochen gebunden und danach ist es wieder weg, weil ich den Preis gar nicht so lange kalkulieren kann. Sie haben immer das Risiko einer zu frühen Bindung. Zum Beispiel beim Kaufvertrag hat man ja dann eine Verschaffungspflicht. Wenn ein Angebot wirklich 2 Wochen gilt, dann müssen Sie es, wenn der andere dann in den 2 Wochen das annimmt, müssen Sie letztlich das irgendwo besorgen. Und wenn Sie dann einen Deckungskauf machen müssen, weil der andere, weil es zum Beispiel nirgendwo mehr zu bekommen ist, dann haben Sie vielleicht mehr zu zahlen, als was Sie hinterher verdienen. Also Sie müssen es für 100 Euro irgendwo dann kaufen und hatten als Kaufpreis nur 50. Machen Sie minus 50. Der Beweis für bindende Erklärung obliegt demjenigen, der sich darauf beruft. Das heißt, wenn einer sagt, nö, das war alles unverbindlich, ich habe Ihnen ein unverbindliches Angebot gemacht, dann muss er das irgendwie kenntlich machen. Eine vertragliche Klausel daher ist üblich, das heißt, meistens schreibt man drüber verbindliche Bestellung. Also auch bei mir in meinem Vertrag, hier stand drüber, wenn man das sehen kann, ganz oben stand verbindliche Bestellung. Also damit mache ich eine verbindliche Bestellung mit meinem Vertrag. Und dann weiß der andere Seite, okay, jetzt kann ich losgehen und mal gucken, habe ich den Gegenstand noch? Ist der Preis okay? Und ist der Herr Richter okay? Gucken wir jetzt mal zur Annahme. Die Annahme ist auch eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Man nimmt ja den Vertrag an und der andere soll das erfahren. Also in unserem Fall, wenn man ein Auto kauft, kann man sagen, ich bin als Thorsten Richter hier der Käufer des Autos, habe ein Angebot gemacht und das Autohaus muss jetzt eine Annahme machen. Ich habe ganz genau reingeschrieben hier im Kaufvertrag, was es letztlich ist, Vertragsgegenstand und was ich bereit bin zu zahlen. Und die andere Seite kann sich tatsächlich noch überlegen und zwar mit der Annahme. Die Annahme ist dann eine Willenserklärung und zwar muss die vorbehaltlos das annehmen, was ich dort auch ihm angeboten habe. Das kann auch mal durch schlüssiges Verhalten einfach sein, dass der Verkäufer einfach sagt, ja, hier haben Sie einen Schlüssel, bitteschön, nehmen Sie das Auto. Und dann hat er das sozusagen angenommen. Diese Annahmeerklärung muss grundsätzlich bei dem Käufer sozusagen auch hingehen, dass er das auch weiß. Also meistens unterschreibt dann der Verkäufer dieses Angebot, dieses Schriftliche und gibt ihm das. Und dann wissen Sie, okay, jetzt ist ein Vertrag zustande gekommen. Ganz wichtig ist, dass
Es Ausnahmen natürlich von dieser Sache gibt, zum Beispiel, wenn Sie ein Hotelzimmer kurzfristig, wir haben ein Hotelzimmer mal auf der Fahrt und wurden ein bisschen müde, so in den Süden gefahren, wurden ein bisschen müde und gedacht, okay, wir nehmen jetzt im nächsten Dorf, nehmen wir ein Hotelzimmer schnell im Auto, im Handy, schnell gebucht und so. Da braucht man natürlich keine Annahmeerklärung, die einem schriftlich zugeht oder per E-Mail, sondern manchmal ist der Zugang der Annahmeerklärung entbehrlich. Aber man braucht trotzdem irgendetwas natürlich als Beweis. Deswegen haben Sie dann bitte irgendwas, wo Sie darauf sehen, dass Sie da wirklich jetzt gerade gebucht haben. Schweigen ist grundsätzlich keine Annahme. Zum Beispiel haben wir das immer bei Lieferung unbestellter Sachen. Also wenn Ihnen irgendjemand was zugesandt hat, obwohl Sie es gar nicht bestellt haben. Und wenn Sie dann nichts darauf sagen, so einfach nur liegen lassen, dann durch das Liegen lassen kommt keine Willenserklärung zustande. Ja, das führt nicht zum Vertragsschluss. Gut, damit haben wir die wesentlichen Grundlagen mal uns angeschaut. Das heißt, wir haben also insgesamt zwei wesentliche Bestandteile bei einem Vertragsschluss. Einmal Angebot, was im Regelfall der Käufer abgibt, der Mieter, und der Vermieter überlegt sich dann, ob wir sie hier nehmen, ob wir ihnen das liefern. Und das Ganze sind also die zwei empfangsbedürftigen Willenserklärungen. Gut, erster Grundschritt ist damit getan.